Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir müssen noch mit ein paar Leuten reden, weil wir sind ja noch dabei, Investitionen anzustellen. Im Moment, wo ist mein einer Cursor gerade hin? Der ist weiter hier oben. Ja, mit einigen, definitiv. Und auf der anderen Seite würde ich gern auch noch einen Auftrag abgeben, weil wir haben noch was zu tun. Fragen wir doch erstmal Mathilda. Howdy there. Any news to report on the Water Tower? Hast du Logan in der Nacht der Tempelexplosion gesehen? Well, of course, I was there at the scene of it all, as were most of us. I came out after the explosion, but by the time I knew what was going on, Logan was long gone. Okay. Howdy there. Any news to report on the Water Tower? Ich zeige dir das Foto der Karte. Goodness, now wherever did you find this? Na. Ja gut, ich meine, ist ja nicht so, dass man, wenn Verbrecher halbe Stadt in die Luft jagt oder einen Tempel, dass man vielleicht seine Wohnung angucken würde und sowas finden würde, aber nein. You know, you don't need to be sneaking around, acting all suspicious, if all you're after is information. Ja, bin ich eigentlich. Yes, this makes sense. Although I must admit, this shows a level of organization from Logan I can't say I was aware he might be capable of. Na, schlaues Kerlchen. No doubt you started to put things together since your arrival, but... Perhaps you'd best hear the tale in its entirety, to dispel any misconceptions you might have about the whole ordeal. Yeah. Not too long before you started living in Sandrock, a great tragedy struck this town. Howlett, the monster hunter, and his son Logan, with whom you are already quite familiar with, ganz ran kurz. Into some trouble. Ganz kurz, das ist einfach Homer Simpson hier. Hier die Augen, hier die Glatze, hier das Gesicht. Howlett went diving in some ruins, explicitly blocked off by the Civil Corps due to an abundance of unknown and dangerous substances. Sure enough, he became contaminated with something bizarre. Damn. Logan reacted rather wildly after Pastor Miguel quarantined his father inside the temple and refused to let Logan come in contact with him due to fears of contamination. He couldn't believe his father would be so careless as to come in contact with dangerous Age of Corruption concoctions. Na ja, gut, aber ich meine, das war ja abgesperrt. In sowas würde ich ja auch nie reingehen. One night during the quarantine, Logan attacked the temple with bombs. I assume it was to free his father from the quarantine. Vermutlich, ja. But whatever the case, Logan botched the operation and parts of the temple collapsed. Us church folk were all outside, but Logan's father was still in there where we'd left him, and when we found him down there, he was already gone. Logan blamed us church folk for what happened, and now he seems bent on some kind of revenge. And he'd sooner take down the whole town if it means getting to us, I reckon. Ah, schwierig. Ich meine, Logan hat die Kirche gesprengt und dadurch ist der Vater verloren gegangen. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, die haben ihn da eingesperrt und nicht rausgeholt. Aber ich meine, ne, es ist schwierig. Also ich würde da schon eher Logan die Schuld geben, weil ne, er hat das Gebäude gesprengt. I appreciate your concern on the matter. But I fear there's not much we can do but trust in the acumen of our civil corps to bring Logan to justice. Without hurting him too much, I hope. Ja, ich ermittle weiter. Try not to get discouraged. There are brighter days ahead. I'm sure of it. Ja, ich ermittle trotzdem weiter. Inspektor Yogi regelt das. Lotti? Lotti? Moment, wir haben... Lotti, wir wenden. Bitte wenden, bitte wenden. Angriff! Mich würde... Ja, hier unten ist Burgess. Mich würd vor allem interessieren, ich hätte gern noch die Mission abgeschlossen. Da müssen wir mal kurz vielleicht hier rüberlaufen. Bevor Heidi schlafen geht. Weil ich sehe gerade, da ist mein gutes, grünes Häkchen. Und ja, wir müssen Heidi was abgeben. Weil ne, wir kriegen mehr Cash, wenn wir es am gleichen Tag abgeben. Und bevor wir es jetzt nicht ab... Ah, da ist Heidi. Hi Heidi, ich störe ungern, aber ich habe was für dich. Danke. Hoffentlich können wir den Wasserturm ein bisschen widerstandsfähiger gegen Angriffe machen. Ich muss allerdings sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich bei der Reparatur auf die Verteidigungsfähigkeit achten würde. Hugo ist einfach verpufft. Es sieht so aus, als sei der neue Wasserturm nahezu unzerstörbar. Und trotzdem wird dieser Trottel Burgess immer noch nervös, wenn jemand in seiner Nähe kommt. Der Typ ist wie ein misshandeltes Hündchen. Ja, vielleicht müssen wir mal mit ihm reden.
Vielleicht kann Penny ihm ein bisschen Selbstbewusstsein beibringen. Hugo, was geht bei dir so? Ob ich Musik mag? Ob ich was von Jingo Rhinestone kenne? Chuck Dingus? Mucky Ducks? Oh, nee, nee, kenne ich nicht. Ja, gut, dann danke fürs Gespräch. Das ist ein Musikfreund, okay. Gut, macht Sinn. Ich meine, er steht auch auf der Bühne und macht Musik. Da können wir vielleicht, wenn wir irgendwas Instrumentartiges haben, ihm da mal was schenken. So, dann reden wir natürlich kurz mit Burgess. Bürgermann, wo bist du? Hi, Bürgermann. You know, if it were just Mason and his diligence-averse style of building, I'm not sure we'd have been able to be back on track in such a timely manner. Who knows what kinds of terrible things might have happened if we had nowhere to store our water. True story. Oh well, no sense in imagining up scenarios to scare myself. I do plenty of that in my own free time. Ja, aber musst du nicht. Ich bin ja da. Ich baue das alles wieder auf. Oh, hi. You're looking kind of serious. Is everything okay? Na klar. Oh, gosh. You want to know about that night? Richtig. Well, diese Nacht. Let me think. Everything is a bit fuzzy for me. Aber du wurdest gesehen. I was taking the late shift, helping out with patrols, making sure nobody snuck in to see old Howlett, who was being quarantined. It was a stressful time for all of us, but obviously Logan was affected the most. Na klar. Sure enough, he showed up and the last thing I remember is me politely explaining to him that going into the temple right then was against the rules. Then everything went black. Ich könnte mir vorstellen, dass du niedergeschlagen wurdest, mein Freund. When I woke up, everybody helped me to my feet and wanted to know what happened, but I didn't really see anything. It's all very sad. I can't help but think if Logan hadn't acted so irrationally, perhaps his father would still be. Damn. Some things are best not to dwell on. What happened happened. No one wanted it to be this way. Blaming anyone won't bring him back. Ich glaube, Bürgermann ist der Insider. I think the sooner Logan accepts that and takes responsibility for what he did, well, perhaps the sooner we can have him back in the flock. Ich finde es so geil, dass diese Stadt immer noch so ist. Ja, Logan, das ist zwar ein harter Verbrecher, der sprengt die Dinge in die Luft, aber hey, wenn er einsieht, dass es dumm war, alles cool. Maybe the reason no one's talked about this much since you've been here is we are all really sad about the way things turned out. Maybe some people also fear that it's something they did that drove Logan down this path. Aha, wer denn vielleicht? Logan will come back to the light one day. I'm sure of it. Just make sure to stay safe out there. And remember, we're all in this together, so don't hesitate to ask for help. I'm Sandboot. Okay, tschüss, Bürgermann. Ich vergesse dauernd, dass ich Lotti hab und ja reiten kann. Lotti, wir reiten natürlich, alles cool. Jo. Wir brauchen nicht, muss mal mit Mathilda reden, ob wir hier breitere Straßen bekommen können. Ich meine, wie sollen wir denn mit Lotti hier sonst vorankommen? Ist ja ein halber Panzer auf den Straßen hier. Moment, Avio. Lotti, ich steig mal kurz hier oben ab. Gucken, ob Avio noch wach ist. Und wir können uns heute Abend auch wieder am Schrottplatz treffen. In der Ferne sah ich jemanden, der wie du aussah. Bei näherem Hinsehen warst du es. Schön, dich zu sehen, Yogi. I mean, I'm certainly happy I got my lock back. It's not like I wanted a new bag anyway. Well, as my pa used to say, a defective bag is still better than no bag. He used to lose things all the time, though. Hello there! What stroke of luck has brought you my way? Hast du Logan in der Nacht des Vorfalls im Tempel gesehen? That night? When Logan attacked the temple? Ja, genau, diese Nacht. I'm afraid I didn't see anything. Aha. I was just at home going through my inventory. I found out about all the commotion later, just like everyone else. Hello there! What stroke of luck has brought you my way? Ich hab deine Zutatenliste. Oh boy. It seems my secret supplier has been revealed. Yes, yes. I told Mian that those recipes were company secrets. Which was true. Only Haru and myself are privy to such knowledge. Aha, du bist also Mittäter. What? Yeah. I was the only one left around here who knew how to make that stuff. I'm supposed to just give away my recipes like that. Come now. I've got to pay the bills too, you know? Ja, aber auch ich muss Rechnungen zahlen. It's really so unpleasant what happened with Haru. Not only because I consider him a friend of mine,
but also because of that great mind of his. He was always coming up with inventions and such. We had a really good deal. All the products he showed me how to make, I put up in my shop and we split the earnings. 50-50. Das ist eigentlich eine gute Sache. I've even put aside what he'd be making. You know, if he ever comes back. Das ist tatsächlich sehr noble von dir, Avio. Whatever would a bright and unassuming fellow be doing with a barbarian like Logan anyway? I say there must be blackmail involved. Haru would never turn against us on a dime like this. Ja, das glaube ich jetzt nicht so. Well, friend, now that you know how to make the stuff, care to not spread it around too much? Ich werde sie online posten. I think it's great that you're looking into things. Haru can't be the villain they're making him out to be. He just can't be. I wish you luck in your investigations. Let me know if there's anything else I can do to help. Also, keiner ist der Meinung, dass irgendwer hier eigentlich böse sein könnte, aber irgendwie sind dann doch Leute böse. Das ist alles etwas, ja. Lotti, wir müssen los. Vielleicht können wir die beiden noch befragen heute. Den Miguel und den Fang. Warum sind die nicht an der gleichen Stelle? Ach nee, stimmt, Miguel ist ja der Kirchendude, der Snape verschnitt. Ich hätte gerade im Kopf, das wären der Doktor und der Vogel. Klopf, klopf. Ah, niemand mehr da. So, schauen wir mal, ob Fang noch wach ist. Lotti, spring! Na, sieht so aus, als wäre Fang auch nicht mehr so am Start, wie er am Start sein könnte. Hallo? Hallo? Ist die Klinik noch offen? Moin, X. Ich glaube, hier können wir nicht rein. Hey, Fang! Fang! Fang, mach auf! Na, ich glaube, das ist das Geiles. Darin befindet sich eine seltsame Flüssigkeit. Sie trennt das Zeug von dem anderen Zeug. Hier sind viele Kräuter und Zutaten in jeder der kleinen Schubladen. Fang hat sich die Anordnung wahrscheinlich gemerkt. Ja, hoffe ich doch mal. Krankenbett, noch ein Krankenbett. Und hier kann ich diverse Dinge kaufen. Hautcreme. Brennen. Augentropfen. Na gut, dann gehen wir wieder, dann können wir hier heute nichts mehr erreichen. Aber wir können jetzt noch auf den Schrottplatz gehen. Beziehungsweise uns da mit Venti treffen. Schönen Abend haben. Easy chillen. Los geht's, Lotti! Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine, gut, jetzt habe ich ja live gesehen, die haben den Wasserturm gesprengt. Die können ja eigentlich gar nicht mehr gut sein. Ich meine, das kann ja quasi gar kein Missverständnis mehr sein. Also ich meine, klar, es kann immer noch ein Missverständnis sein aufgrund der Tatsache, was da damals passiert ist. Aber das, was jetzt heute passiert, das ist ja einfach nur böse und gemein. Lotti, ich muss nochmal raus und reinlaufen, tut mir leid. Warte kurz. So, jetzt laufen wir nochmal rein, Lotti. Ja! Lotti läuft auch mit. Ah, laufen wir nochmal raus. Und wieder rein, Lotti. Hey! Hey, Venti. Nice to see you again. Come on, let's go dig for some scrap together. We okay. Found a lot of new scrap from the ruins today, so we should be able to recycle a lot of good things. Wait. Did you hear something? Nein. Who's there? Uh-oh. We need to hide. Quick. Who's there? Somebody stealing from me. Oh, no. What do we do? Bolt in the name of the mechanical claw. Both of yous. What the? Venti? And you too? Naja, wir stehen aktuell noch einfach nur hier draußen rum. What in the heck is going on here? You two been sneaking in here? Nein. Boss, I'm sorry. It was my idea. My friend had nothing to do with it. That was correct. Venti, I can hardly believe what I'm seeing. Am I not paying you enough? I trust you with the keys and this is what you go and do? Then you go in and bring in an honest builder into your little scam? Give me one good reason why I shouldn't send you packing. I...
Venti hat ein großes Herz. Oder ich dachte, Venti hat das gemeldet. Ich dachte, das wäre... What? She wanted to help you? Get free scrap? Well, guess what? If we don't get paid, we don't eat. And if we don't eat, ain't nobody to put free scrap up here for you to steal, Venti. True story. Look, I don't want none of this to reflect badly on you, Fala Salvage Co., alright? So, let's keep all this in the family, yeah? You keep whatever Venti gave you. I ain't gonna press charges or nothing. Okay. Venti, you take some time off. You're benched. Clear your head. I'll do the same. We'll talk about this in a couple days. Okay. Sorry you had to see that. I'm gonna try and get some shut-eye. You ought to do the same. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht rein Schrott sammeln? Nur ein bisschen? Ach, Lotti, was machen wir jetzt? Ich hab gedacht, wir kriegen ein bisschen Freeloot. Aber das Zeug hier kann ich ja immer noch abbauen. Das kann ja keinen stören, das gehört keinem. Außer mir. Nur mir. Ja, es ist, ne, war ja schon länger die Frage, wie lange geht das gut? Weil mit meinem Endeffekt, wir haben geklaut. Darauf hätten wir uns nie einlassen dürfen. Ich meine, wir sind nochmal glimpflich davongekommen. Aber ich meine, wenn die, puh, knapp. Fast ihren Job verloren. Frag mich, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, dass ich dachte, das wäre alles offiziell. Guck mal, da kommt schon Schrott angeflogen. Der Schrott zieht sich aber auch magisch zu mir. Ich ziehe den magisch an. Da kann ich quasi gar nichts für. Das ist nicht mal Diebstahl. Der kommt einfach. Was soll man da denn machen? Was soll man da machen? Ich meine, ich habe auch einen Zylinder auf. Da kann mir ja auch keiner lange böse sein. Das ist ja eine ganz klare Sache. Guck mal, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Einfach ein Skorpion rausgefallen. Gut, dass wir die Autos sammeln. Da muss ich gar nicht mehr denken, wenn das passiert, weil ich gerade erst so dachte, was war das? So, und jetzt fällen wir noch die Bäume, die hier sind, und schieben es anschließend auf Logan. Und erzählen allen, dass wir gesehen haben, wie Logan gekommen ist und die Bäume gefällt hat. Lotti guckt da nicht hin. Aber das ist ein Revierkampfding. Okay, Lotti ist cool damit. Lotti, passt, ne? Lotti ist so, oh ja, mach du nur. Mir egal. Nicht mein Problem, ich kenne die Dudes nicht. So. Lecker Schmecker Sandbären. Ich sag mal so, das Schöne ist, mit den guten Werkzeugen kann man halt schön entspannt mit zwei Schlägen hier die Sachen einsammeln. Da müssen wir nicht lange denken. Ich überleg gerade, ob wir die Ameisen halt auch mitnehmen. Ne, von denen haben wir noch nicht so viel Loot, weil wir halt die meiste Zeit keine Ameisen geschnetzelt haben. Aber im Endeffekt, ne, bisschen Faden, bisschen Gülle, Chitin, Ameisenhonig vor allem auch. Den können wir bestimmt zum Kochen verwenden. Ich meine, ich weiß noch nicht für was, aber das lässt sich herausfinden. So, Sandreus nehmen wir mit. Vorne ist noch Sandlauch. Wie nennt man einen dünnen Wüstenbewohner? Einen Sandlauch! Gott, schlechte Witze. Ja, Lotti, ich weiß. Ihr würdet mich auch schämen, wenn ich mit mir gesehen werde. Aber das kann mir ja Gott sei Dank nicht passieren. Daher habe ich ja nochmal Glück gehabt. Immer noch den Wurm mit. Es wird spät. Aber ich habe doch noch Energie. Ich glaube auch schnell Steine kaputt. So, komm. Den Holzhaufen brauchen wir auch noch. Wir müssen morgen früh auch mal zu Key, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir noch irgendeine Forschung aktuell im Auftrag haben. Oh, es ist tatsächlich der erste Winter. Ist jetzt schon der erste Winter? Oder, also, ne, war heute schon der erste Winter? Oder ist der morgen erst? Gar nicht, ob meine Pflanzen im Winter wachsen. So, ich weiß auch nicht, was hier die Curfew ist, wann wir hier wieder daheim sein müssen. Ob das 2 ist oder 3. Hier mal kurz noch die Maschinen füllen. Und einsammeln.
So. Hier müssten wir eigentlich auch mal alle upgraden, aber wir bräuchten eigentlich auch mehr Platz hier auf dem Gelände. Weil, ne, unser Stall ist halt ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Da können wir mal ein paar Steine reinschmeißen, dass wir auch wieder Blutsteine bekommen. Dafür machen wir das ja. Eisenschrott sollten wir eigentlich auch haben, ja. Haben ja extra die Kryokammern abgebaut. Ist die Frage, ob wir noch Plastikschrott haben. Kupfer, mechanischer, Eisen, Plastik. Zwei haben wir noch. Die Stoffe mit rein. Warteschlange ist voll, sagte. Wir haben auch noch einen Skillpunkt jetzt bekommen. Zusätzlicher Gegenstand im Schrott. Edelsteine, Baum schütteln. Mehr Track beim Kräutersammeln. Fischis. Oh, ist eh das Falsche. Never mind. Super. Treibstoff weniger. Bessere Gegenstände. Ressourcen. Preis erhöhen. Max Rucksack. Ah, komm. Gehen wir erstmal auf weniger Treibstoffverbrauch. Alles cool, Lotti. Lotti, ich bin da. Alles cool. Lotti, gehst jetzt mal schlafen. Ich gehe auch mal schlafen. Gehen wir beide mal schlafen. Und morgen ist ein neuer Tag, würde ich sagen. Ich sage an der Stelle auch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Übermorgen 18 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.